Mit einem Netzwerk aus 15 mittelständischen Firmen, 450 eigenen Zugmaschinen und 800 Spezialaufliegern gehört Big Move europaweit zu den führenden Unternehmen der Schwertransportbranche. Die AG ist ein Zusammenschluss aus besonders leistungsstarken Unternehmen und hat sich seit Jahrzehnten darauf spezialisiert, schwerste Lasten sicher und just in time ans Ziel zu bringen, bei Wind und Wetter und überall in Europa, wie hier durch die Firma Wallig und Geser aus Garching. Der Auftrag lautet, ein 70 Tonnen schweres Bohrgerät von Augsburg nach München zu transportieren. Eingesetzt wird dazu der neueste Scheuerle-Tiefbett-Auflieger vom Typ Chameleon 2. Die Vorteile dieses Systems liegen auf der Hand. Hauptsächlich sind die Pluspunkte darin zu sehen, dass sämtliche Handlingsdetails nochmal optimiert wurden und das gemeinsam mit den langjährigen Fahrern, sodass das Be- und Entladen sehr schnell und sicher vonstatten geht. Der Kunde war natürlich bei der Entwicklung im Mittelpunkt gestanden. Für den Kunden ist es wichtig, dass man überhaupt mit diesen immer auch größer werdenden Maschinen überhaupt zur B- und Entladestelle kommt. Grundsätzlich gewährleistet Chameleon 2 das beste Eigengewicht, nutzt das Verhältnis bei 41,8 Tonnen Eigengewicht und bis zu 81,5 Tonnen Nutzlast bei guter Achsverteilung. Durch die Erweiterung um zusätzlich je eine Achse vorne und hinten ist es problemlos möglich, die Achslasten zu reduzieren bzw. individuell auf den jeweiligen Transport anzupassen. Vorteilhaft ist ebenfalls die niedrige Ladehöhe. Das neu konstruierte Spezialbaggerbett ermöglicht eine problemlose Auffahrt der schweren Geräte. Innerhalb der Big Move-Gruppe wurden gleich 20 dieser Tiefbettauflieger angeschafft, um äußerste Flexibilität in der Auftragsabwicklung zu gewährleisten. Früher wurde mal der Container erfunden, um die Seeschifffahrt zu optimieren. Wir haben mehr oder weniger genau auf diese Größenklasse von Ladungen 60 bis 80, 90 Tonnen, die bewegt werden müssen, sehr flexibel, haben wir diese Fahrzeugklasse entwickelt. Um die Auslastung auf diesen Tieflader sicherzustellen und auch die Kundenterminwünsche zu befriedigen, ist es natürlich wichtig, dass man die Fahrzeuge austauschen kann. Sprich, jede Garnitur hat dann auch diese Genehmigung für diesen Transport. Und nur wenn sie 100% identisch ist und eingetragen ist, kann auch dieser Ladungstausch erfolgen. Optimiert werden die umfangreichen Vorbereitungen zur Durchführung eines Schwertransportes im Alltag zusätzlich durch ein neuartiges Auflagenansagesystem. Auch hier ist Big Move eine Art Vorreiter, der sich intensiv der Problematik der Streckenführung angenommen hat. Mit dieser richtungsweisenden Technik werden zum Beispiel durch kurzfristige Baumaßnahmen ausgelöste Veränderungen in den Streckenverläufen mühelos erkannt und kundenorientiert umgesetzt. Aktuell haben wir in Erprobung und Mitentwicklung ein Auflagenansagesystem. Man muss sich das vorstellen wie eine Navigation, dass die Fahrauflagen, das in Genehmigungen, die sehr umfangreich und sehr unübersichtlich beschrieben ist, herausfiltert und dem Fahrer durchgibt. Während der Fahrt ist es für einen Fahrer oder Begleitfahrer unheimlich schwierig, das konkret durchzugeben, da auch die Beschilderungen auf den Autobahnen teilweise ganz schlecht sichtbar sind. Und das wird, wenn es zugelassen ist, die Branche revolutionieren. Big Move steht gleich in vielerlei Beziehung für eine ausgesprochene Kundennähe, die aber auch den Fahrer bewusst mit einbezieht. So wurden auch am neuen Tiefbett Chameleon 2 sämtliche Bedienungselemente im Hinblick auf ein angenehmeres Arbeiten verbessert bzw. optimiert. Milan Mitrovic ist langjähriger Berufskraftfahrer bei der Wallig und Geser Spezialtransporte GmbH und kann die Vorteile des neuen Systems bei den nächtlichen Schwertransporten aus Fahrersicht nur bestätigen. Wir haben eine Leichtbauweise, also für so ein Fahrzeug mit der Nutzlast, da sind meistens die anderen viel schwerer. Das wirkt sich mit dem Gesamtgewicht aus, dadurch sind die Auflagen mehr, Genehmigungen werden aufwendiger. Man hat auch viele Umfahrungen mit einem höheren Gewicht, das was uns halt entgegenkommt mit dem leichten Fahrzeug und wir haben eine gewaltige Nutzlast. Etwa 100 Kilometer lang ist die Strecke von Augsburg bis in die Münchner Innenstadt, die in dieser Nacht zurückgelegt werden muss. Das bedeutet rund 2,5 Stunden Fahrzeit. Oft erfordern Brücken ein reduziertes Tempo. Im Ergebnis aber bedeutet der Einsatz von Chameleon 2 für Big Move in jedem Fall eine individuelle und optimale Flottenlösung. Nicht zuletzt, weil das neu entwickelte Tiefbett sogar noch teleskopierbar ist.
Die Fahrzeugklasse wurde aus der Praxis für die Praxis entwickelt. Den Fahrern zuzuhören, den Kunden zuzuhören, den neuen Anforderungen der Ämter, die Infrastruktur. Es musste alles optimiert werden, damit man einerseits die Kundenwünsche befriedigen kann, überhaupt Genehmigungen bekommt und dann natürlich auch im immer schwierigeren Kampf um gutes Fahrpersonal am Schluss dann auch ein Fahrzeug zu bieten, wo die Leute sagen, Mensch, das Ding fahre ich gern, das macht Spaß. Erfahrung, Kompetenz und vorausschauendes Denken beim Fahrpersonal sind ebenso unverzichtbare Faktoren für den problemlosen Ablauf eines Schwertransportes. Die Big Move Profis haben nicht nur Millionen von Kilometern hinter sich, sondern wissen auch, dass sie sich in jeder Phase des Transportes jederzeit blind aufeinander verlassen können. Big Move setzt hier bewusst auf das bewährte Zusammenspiel zwischen den Generationen. Junge Fahrer arbeiten also mit erfahrenen Spezialisten zusammen und ergänzen sich im Alltag perfekt. Schauen und dann handeln. Also bei mir hat das ganz klein angefangen und man schaut sich halt jeden Trick und jede Sache, wo man macht, genau an. Und da muss man es halt umsetzen, die richtige Art und Weise. Und immer wieder Tipps holen und Ratschläge und nur so geht's. Also mir ging es genauso. Damals, wo ich so jung war wie der Maurice, war ich vielleicht ein bisschen älter. Ich musste auch von den Alten viel abschauen, auch gut aufpassen, zuhören. Und durch die Erfahrung und immer mehr Transporte und so wird es immer besser. Ein Prozess, der aber die Einstellung erfordert, dass das ganze Leben letztendlich ein einziger Lernprozess ist. Und darauf kommt es im Schwertransportgewerbe tatsächlich an, Tag für Tag. Wie anders hätte es Milan Mitrovic sonst wohl lernen können, die letzten 1,5 Kilometer auf dem Weg zur Autobahn nahezu blind rückwärts zu fahren. Unglaubliche Bilder, die beweisen, wie versiert die Teams von Big Move mit Hilfe modernster Technik tatsächlich arbeiten. We'll be right back.